heute auch noch den Abschluss der EFTA-Verhandlungen mit dem Mercosur-Staaten zu kommentieren. Es ist allgemein bekannt, Berufsbildung und Handelsabkommen gehören zu den Standpfeilern unserer Wirtschaft. Und nun aber zum heutigen Thema. Der Abschluss der Verhandlungen mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, das Schweizer Handelsnetz weiter auszubauen. Dieser Abschluss ist für unser Land unter drei Gesichtspunkten extrem wichtig. Erstens geht es hier um einen Markt mit 260 Millionen Einwohnern. Das Potenzial für unsere Firmen ist somit enorm. Das Abkommen mit den Mercosur-Staaten sieht auch einen umfassenden Geltungsbereich vor. Es wird den Marktzugang und die Rechtssicherheit für den Handel mit Industrie- und Agrarprodukten sowie für Dienstleistungen verbessern. Darüber hinaus umfasst es Bestimmungen zu Investitionen, zum Schutz des geistigen Eigentums, zum Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse, zum Wettbewerb, zu Handelserleichterungen, zum öffentlichen Beschaffungswesen und zum Handel und nachhaltiger Entwicklung. Zweitens erlaubt dieses Abkommen unseren Unternehmen mit ihren EU-Konkurrenten in dieser Region gleichzuziehen. Wie Sie wissen, hat die Europäische Union am 28. Juni dieses Jahres ein Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten abgeschlossen. Es bestand also die Gefahr, dass unsere Exporteure sich im Nachteil gegenüber von EU-Firmen hätten befinden können.